Wo landet ein Ball, den man im Zug senkrecht nach oben wirft? Wieder in der Hand. Und zwar egal, ob der Zug im Bahnhof steht oder durch die Landschaft saust. Ob der Zug stillsteht oder sich gleichmäßig bewegt, spielt für den geworfenen Ball keine Rolle. Er verhält sich vom Zug aus gesehen stets gleich. Was für eine Flugbahn legt der Ball zurück? Auf diese vermeintlich simple Frage gibt es keine klare Antwort. Mitreisende im Zug sehen, wie der Ball senkrecht nach oben fliegt und wieder nach unten fällt. Aber von außen, vom Bahnsteig aus betrachtet, legt der Ball einen Bogen zurück. Umgekehrt, wirft eine Person auf dem Bahnsteig den Ball hoch, so legt der Ball, vom fahrenden Zug aus betrachtet, einen Bogen zurück. Bewegung ist also relativ. Wie man sie wahrnimmt, hängt allein vom Standpunkt des Betrachters ab. Einig sind sich alle Betrachter nur darüber, dass der Ball geworfen und wieder gefangen wird. Denn das ist ein Ereignis. Und Ereignisse sind für alle gleich. Aber Angaben zur Bewegung und zum Ort sind äußerst relativ. Ob man in Ruhe ist oder sich gleichmäßig bewegt, anhand von Experimenten lässt sich das nicht unterscheiden. Dem geworfenen Ball im Zug sieht man nicht an, ob sich der Zug bewegt oder ob er steht.